Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf euren Server dieses EasyTime-Skript installiert. Damit könnt ihr die Zeit und das Wetter bestimmen. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal so ein bisschen, wie das Skript funktioniert. Ihr geht in den Chat und gebt einen Slash EasyTime. Dann könnt ihr hier die Uhrzeit ändern. Dann wird es dunkel. Kannst du auch wieder hell machen. Dann könnt ihr machen, dass es regnet zum Beispiel. Dann regnet es. Dann könnt ihr machen, dass die Sonne scheint. Ich habe jetzt einen Himmel, deswegen sieht man das nicht so doll. Dann könnt ihr machen, dass es Winter ist. Dann könnt ihr machen, dass es ein bisschen schneit. Oder Nebel, weiß nicht, was das ist. Ja, ihr könnt auf jeden Fall sehr viele Sachen machen. Ihr könnt auch ein Tsunami aktivieren. Dann wird alles so ein bisschen orange und so. Vielleicht für einen Server, wo man mal eine Purge machen möchte oder so. Ganz gut. Man kann auf jeden Fall sehr viele Sachen machen. Ihr könnt euch da auch einfach selber reinfuchsen und das mal ausprobieren. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht so lange und ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr es installiert. Dort geht ihr einmal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu einem Discord. Dort geht ihr einmal rauf und ladet euch das Skript runter. Wenn ihr euch das dann runtergeladen habt, dann sollte bei euch so eine WinRAR-Datei auftauchen. Hier drin müsst ihr eigentlich nichts verändern. Und ja, dann öffnet ihr euer FileZilla, WinSCP, was auch immer ihr benutzt für euren Server. Ihr könnt das in ESX-Ordner reinmachen oder ihr macht einen neuen Ordner. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt mal in den ESX-Ordner rein. Dann zieht ihr das einfach nur dort rein. Wartet kurz und dann seid ihr auch schon fertig. Dann könnt ihr die WinRAR-Datei wieder schließen. Dann kopieren wir uns einmal den Namen, gehen in unsere Server-CFG und tragen hier unten Start und dann das hier einfügen. Das hier Start und dann der Name steht. Dann könnt ihr die Server-CFG auch schon wieder schließen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Dann müsst ihr nur noch euren Server restarten und schon habt ihr das Skript auf eurem Server drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ihr noch für Skripts sehen wollt, was ihr noch für ein Spiel sehen wollt, was auch immer. Und ich würde sagen, haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.